haben heute Mittwoch, den 24. September, 9.14 Uhr. Und es war schweinekalt in diesem Raum heute Nacht. Grauenvoll, oder MC? Mhm. Der MC sagt auch ja, der ist gerade im Notebook und bastelt dann noch irgendwas. Ein MB runterzuladen, dass das so lange dauert. Hier gibt es noch nicht mal ein Frühstück, deswegen müssen jetzt die guten alten Cookies herhalten. Ja, die weitere Tagesplanung, wir sind ja noch nicht mehr so allzu weit weg vom Josemit. Wir sind ja gerade mal ein Stück rausgefahren. Und wir fahren jetzt da gleich nochmal rein und gucken nochmal da unten in dem Valley. Ehe es dann so wahrscheinlich gegen Spätnachmittag, grobe Richtung San Francisco geht. Also, Prost. Na, Krümel. Die Straße schlängelt sich den Berg hinab. In einer Tour geht es links, rechts, links und wieder rechts. Die Kurvenfahrerei wird uns aber noch einige Zeit begleiten. Jährlich zieht der Park etwa 3,5 Millionen Besucher an. Die meisten von ihnen halten sich im 18 Quadratkilometer großen Valley auf, was aber nur 1% der Gesamtfläche ausmacht. Wir halten am Breeder Vale Wasserfall. Saisonal bedingt ist der Wasserstrom eher schwach. Kaum zu glauben. Jetzt ist es 10.45 Uhr am Morgen oder so. Wir wollen jetzt hier uns zum Wasserfall reinfallen und der MC futtert schon wieder einen Cookie. Der Letzte. Der Letzte? Im Vergleich zu Island ist das ein kleines Rinnsal, aber für hier ist es was ganz Tolles. Und der MC will da jetzt mal hinklettern. Dazu muss er hier so Steine hochklettern, aber er nimmt die Kamera mal mit. Ich gehe da jetzt nicht lang, das ist mir ein bisschen zu uneben. Kann ich? Kann ich? Oder ja, du kannst da jetzt loslaufen. Okay. Keinesfalls verpassen sollte man die Besichtigung der Riesenmammutbäume, die bis zu 2000 Jahre alt werden können. Der Stamm kann sich bis zu einer Breite von 7 Metern ausdehnen. Das Auto müssen wir wegen Parkplatzmangel etwas abseits abstellen und so fahren wir mit einem Shuttle in die Mariposa Grove. Hier laufen wir einen Pfad den Berg hinauf, der uns schließlich zum Grizzly Giant führt. Also wir machen mal einen Vergleich. Der Baum ist vielleicht, sagen wir mal, 1500 Jahre alt. Und das da ist der MC, der ist 32, 33. Also ich würde sagen, hast noch ein bisschen was vor dir. Also wir gucken jetzt mal in die Kinderstube von so einem riesengroßen Baum. Also irgendwo da hat er mal angefangen. Und dann hat er wie viele Ringe zugelegt? MC, ich brauch dich mal zum Zählen. Das ist der Big Grizzly, oder wie er heißt. Auch so ein krasser Mammutbaum. Und wie man sieht, ganz viele Leute davor. Einer der Hauptattraktionen. Das nenne ich Wildlife-Beobachtung aus nächster Nähe. Die Viecher sind mir überhaupt nicht scheu und stören sich überhaupt nicht daran, dass der Terminal diesen filmt. So muss das sein. So, jetzt ist es 15.40 Uhr und wir verlassen jetzt den Josemite Park. Oder, MC? Wird Zeit. Genau, jetzt haben wir lange genug hier rum gecruised. Jetzt ist es 17.56 Uhr und heute checken wir mal eine andere Burgerkette aus, und zwar In-N-Out Burger. Zugegeben, die Menütafel ist hier sehr übersichtlich, aber ist eigentlich alles Wichtige da. Und man bekommt hier so kleine Zettel, da oben ist die Nummer drauf und da muss man sich seinen Hamburger einfach nur abholen. Schmeckt's denn, MC? Ja, gut. Nach der kurzen Pause sind wir gegen 6:30 wieder auf der Piste und absolvieren die letzten noch fehlenden von insgesamt 273 Meilen Tagespensum, sprich 440 Kilometer. Langsam aber sicher bewegen wir uns auf San Francisco zu und nähern uns damit wieder der dicht besiedelten Zivilisation. Heute Abend werden wir in Pleasanton, 68 Meilen vor den Toren der Stadt, in einem Tri-Valley Inn gegen 20 Uhr einchecken. Zuvor erleben wir den Sonnenuntergang amerikanisch-romantisch auf der Straße.
jeden Fall Zeit, Wilbert. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Tipps geben, was man so im Silicon Valley sich noch so angucken müsste und könnte. Es ist kurz nach 8 am Abend und wir sind jetzt hier in einem Hotel. Nee, da war ich noch nicht. Der MC telefoniert gerade mit dem Matthias, der arbeitet bei Adobe. Also, bis morgen dann, 12.30 Uhr. Jo, ciao, tschüss. Alles klar, also morgen sind wir bei Adobe oder so. Jo, morgen zeigt er uns ein bisschen Adobe. Donnerstag, 25. September, 9.40 Uhr am Morgen. Wir sind daher um 12.30 Uhr verabredet. Ich nehme mal an, da werde ich die Kamera wohl nicht mitnehmen können, weil bei Adobe filmen, ich weiß ja nicht. Aber auf alle Fälle wollten wir uns vielleicht nochmal später mit ihm treffen am Nachmittag, wo der auch wohnt. Ist ja recht angenehm draußen, ne? Denke ich auch. Ja. So, da wir noch ein bisschen Zeit haben bis zum Mittagessen, besuchen wir das Fry's Electronics Store. Und das hat uns der Matthias empfohlen, dass wir hier mal gucken sollen. Und MC, hast du was gefunden? Nö, ich guck nur. Hier gibt's jetzt den Apple TV. Da kostet der kleine 229 US-Dollar. Das ist der normale Preis. Und was kostet der nochmal bei uns? 299 Euro. Das ist schon mal ein Unterschied. Ja, aber nimmst du jetzt einen mit? Nö, den kaufe ich mir nachher noch im Apple Store. Mitten im Silicon Valley hat die Elektronik ohnehin einen hohen Stellenwert. Hier sind die großen IT-Firmen ansässig, darunter Google mit seinem schon oft im Fernsehen gezeigten Campus. Um 12.20 Uhr treffen wir aber erstmal pünktlich bei Adobe, noch so einer Firmengröße, zum Mittagessen ein und machen mit unserer Verabredung Bekanntschaft. Wir erhalten den Tipp, das Computer History Museum zu besuchen, das von verschiedenen großen Firmen im Silicon Valley getragen wird. Der Eintritt ist kostenlos. Ja, wir sind jetzt hier im Computermuseum und wie man hier schon sehen kann, die haben hier so einige Exponate gesammelt im Laufe der Zeit. Und der MC fährt sich jetzt erstmal eine fette Cray rein, ne? Die gibt's auch in Paderborn im Heinz-Nixdorf-Museum. Und bei eBay konnte man so ein Ding auch mal kaufen. Welchen Computer hattet ihr denn mal von den ganzen hier? Also den Pad hat der MC gerade gesagt, den hat er schon mal zu Hause gehabt oder den hat er noch, ne? Er hat ihn sogar noch, Und ich glaube, irgendeinen alten XT-Rechner, der da oben steht, ich glaube, da, den hatten wir damals bei uns in der Schule gehabt. Anhand der Ausstellungsstücke lässt sich die Geschichte der Computertechnik minutiös nachvollziehen. Vom ersten Google Production Server über Speichermedien bis zurück zur Enigma-Verschlüsselungsmaschine ist vieles zu betrachten. Zu letzterer weiß ein Museumsführer besonders viel zu berichten. So this was the original sort of machine. You know, depending if you're American, German or British, computers start with different years and machines and the like eras. This is not a computer, okay? All this is a machine to make your messages to another person seem more private. If you look at one of these things, these are called rotors here, or wired disk machines, or rotors. All these do is, you'll notice by the way, that if you could count them, there's 26 pins here. If you look at the keyboard, it's kind of a strange keyboard. Y and Z are transposed. This is a QWERT, as opposed to a QWERTY keyboard. And this is the kind of keyboard you get in Germany, in Switzerland, in Austria, as an example. So Leute, wie schaut's? Wollt ihr nochmal studieren? Jetzt haben wir es 10 nach 4 am Nachmittag und vor mir ist jetzt die Stanford University und hinter mir sind ganz viele Palmen und neben mir ist der MC und ich stehe auf richtig guten, grünen, gepflegten Rasen hier. Man sieht hier, wenn man hier studieren will, das kostet wahrscheinlich Kohle. Kostet das hier Kohle, MC? Er nickt. Es sei denn, das Familieneinkommen liegt unterhalb 100.000 US-Dollar. Zumindest ist das seit 2008 eine geplante Grenze, wonach rund ein Drittel aller Bachelorstudenten gebührenfrei studieren können soll. Ansonsten gilt die private Universität mit einem Stiftungsvermögen von 15,2 Milliarden US-Dollar als eine der reichsten Hochschulen der Welt. Für das Silicon Valley ist sie vornehmlich Wachstumsmotor. Sie wurde im Jahre 1891 durch den früheren kalifornischen Gouverneur Leland Stanford gegründet. Wir sind jetzt hier in Palo Alto. Eigentlich sind wir noch eine halbe Stunde zu früh. Mal gucken, ob er schon da ist. Und gehen wir jetzt da mal hin. Das ist sein A6, glaube ich. Den wollte er jetzt irgendwie verkaufen. Und hier wohnt er. Say hello to my camera and holiday documentary. Hi. Hi.
Und wir wollen nachher noch ein bisschen was essen gehen in Downtown. Genau. Ja. Yeah. And this is my dinner. Okay. I'm getting class. I hope you enjoy it. Okay. So, jetzt wird der Max noch ins Auto eingepackt und dann wollen wir gleich nochmal hier nach Downtown fahren. Wie funktioniert das mit dem Kennzeichen? Ist da gar kein richtiges Kennzeichen dran? Ja, also in USA, wenn man ein neues Auto kauft, dann braucht man nur so ein kleines Papier. Das ist da vorne drin und kann ohne Nummerschild fahren. Aha, okay. Na, gut. Und das Kennzeichen wird einem dann per Mail zugeschickt. Der Matthias erzählt gerade, da hinten hat er Steve Jobs gesehen. Ja, da war ich auf dem Farmers Markt gewesen und meine Frau meinte, da vorne läuft Steve Jobs. Und ich meinte, ist das echt? Und tatsächlich, war Steve Jobs mit, ich glaube, seinem Vater oder so. Hat er auch irgendwie ein iPod dabei gehabt oder so? Oder konnte man das nicht sehen? Also er war im Steve Jobs Outfit. Das heißt, schwarzes T-Shirt und Jeans. Und er war sehr dünn, wie alle ja berichten. Also, okay. Und hat da ein paar Sachen eingekauft. Er ist ja Vegetarier. Das heißt, er hat dann hauptsächlich, glaube ich, Gemüse gekauft. War ich auf eine Hochzeit eingeladen hier vom Kumpel. Meine Frau meinte, der an dem anderen Tisch aussieht, der sieht aus wie Larry Page. Wie soll der auf der Hochzeit sein? Naja, später kommt mein Freund und wir unterhalten uns. Und er, habt ihr schon gesehen, Larry Page ist ja auch auf meiner Hochzeit, weil meine Frau kennt irgendwie seine Freundin. Und seitdem meine Frau immer, wenn sie irgendjemand erkennt, dann ist immer klar. Und ich sage, nee, das ist der nicht. Dann. So, wir sind mal wieder beim Essen. Und diesmal gibt es typisch American Style. Also der MC, der hat hier, das sieht gut aus. Was ist denn das? Tuna Melt. Okay, was gibt's denn bei Matthias so Schönes? Da gibt es einen California Burger mit Avocado und Bacon. Okay, dann haben wir hier noch für alle ein paar Chicken Wings, wie ich schon sagte. Und für mich gibt es einen Caesar Grill Chicken Salat. Dann lassen wir es uns jetzt erstmal gut gehen. Und ihr könnt da drüben in Europa irgendwas anderes essen. Jetzt ist es etwa 20.14 Uhr, wir sind wieder da. Jetzt müssen wir uns gleich noch ein Hotel suchen, damit wir heute Nacht noch irgendwo schlafen können. Ich danke dir vielmals. Ja, alles klar, kein Problem. Ne? Ja, macht's gut. Viel Spaß. Bye. Tschüss. Bye. Ihr seht jetzt hier den laschen MC um 9.23 Uhr. Ja, ich bin schon komplett angezogen. Ich warte auf dich. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, wir sind jetzt hier immer noch in dieser Dingsbums Travel Lodge und wir wollen jetzt mal auschecken, weil wir wollen jetzt mal Richtung San Francisco. Oder MC? Hallo, ich habe sogar die Schuhe an. Wow. Aber man hat eben noch ganz viel nackten Bauch von dir gesehen. Na toll. Dann lass uns mal losfahren. An den Koffer muss ich noch zumachen. Ja, alle warten auf dich. Kaliforniens Straßen am Morgen. Dabei wollten wir am Vorabend eigentlich in ein Hotel in der Nähe der Stadt einchecken. Aber alles ausgebucht oder schlicht zu teuer. So sind wir zunächst auf Schlafgelegenheiten außerhalb der Stadt angewiesen. Doch nun, liebe Zuschauer, das Beste aus zwei Tagen San Francisco. Und was ist das? Zum ersten Mal sehen wir blaues Wasser. Willkommen in der Bay Area. Wir sind jetzt mitten in San Francisco und ich meine auch wirklich mittendrin. Und wir haben jetzt hier gerade erstmal die Karre in einem Parkhaus abgestellt. So, wir stehen jetzt hier gerade auf einem so von diesen berühmten Piers. Nein, es ist noch nicht der Pier 39, sondern erst 21 oder so. Das heißt, wir müssen noch ein Stück weiter hochlaufen. 14. Oder 14 war es. War sogar nur die 14. MC ist mal wieder über alles informiert. Und das da ist nicht die Golden Gate Bridge. Besonders unten fahren sie in die andere Richtung. Unten geht's nach da und oben geht's nach da. LKW schön. So, und unser Ziel liegt irgendwo da hinten in der Richtung. Da ist dann Downtown und da sind dann die ganzen anderen Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel der Pier 39, eine ehemalige Bootsanlegestelle, die heute eher einem ganzjährigen Rummelplatz gleicht. Hier findet man ein Aquarium, Souvenirläden, Fahrgeschäfte und Restaurants. Als Touristenattraktion ist dieser Ort mehr als beliebt. Wohl auch wegen der Seelöwen auf den Anlegestellen, die sich hier gegen Ende der 80er Jahre angesiedelt haben und durchaus lautstark auf sich aufmerksam machen. Vom Pier 39 hat man im Übrigen auch schon einen ersten Ausblick auf die Golden Gate Bridge.
Wir sind jetzt hier am Fisherman's Wharf und wir gehen jetzt hier am Ufermann weiter geradeaus, weil wir jetzt hier die nächste Haltestelle von der Cable Car suchen, um da so ein bisschen mal hier die Berge hochzufahren. San Francisco ist wahrlich berühmt für seine Hügel. 42 davon gibt es im gesamten Stadtgebiet. Um die mitunter steilen Straßen überwinden zu können, entwickelte Andrew Smith Hulley um 1870 die Cable Cars. Übrigens, willkommen an Bord. Am 18. April 1906 zerstörte ein großes Erdbeben alle bis dato existierenden Linien. Nach dem Wiederaufbau sind im Mai 1912 acht Strecken in Betrieb. In den folgenden Jahren schloss man jedoch einige davon. Die Bürger protestierten. Deshalb stellte man die Cable Cars am 1. Oktober 1964 unter Denkmalschutz. Heute sind noch drei Linien in Betrieb. Angetrieben werden sie durch Endlosseile in den Gräben unter der Straße. Per Spannklaue durch einen Schlitz in der Fahrbahn setzen sich die Wagen in Bewegung. Mitten in der Straßeufer von San Francisco, während der MC gerade im Starbucks drin ist und sich jetzt irgendwie einen Cold Coffee oder so geholt hat. Und wir wollen jetzt noch mal kurz bei Chinatown gucken. MC sagt gerade, hier bekommt man bestimmt chinesische Kameras. Okay, aber das wollen wir jetzt nicht auschecken. Die sind kleiner als die Deutschen. Was, die sind kleiner als die Deutschen? Die amerikanischen. Achso. Bei den ganzen China-Läden in Chinatown, man kann hier ganz, 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 ganz viel Kram kaufen. Und zwar richtig viel Kram. Haufenweise nachgemachte iPods. Sie sehen fast aus wie die echten, aber sind es nicht. Bevor wir in diesem Film zum bekanntesten Objekt San Franciscos kommen, der Golden Gate Bridge, werfen wir nach Chinatown nochmals einen Blick auf die Lombard Street. Ein Teil von ihr schlängelt sich mit stark ausgeprägten Kurven einen Häuserblock hinab. Ein beliebtes Touri-Ziel und die Durchfahrt mit dem Auto ist ein Muss. So Leute, jetzt passt fein auf. Wir fahren jetzt die Lombard Street runter, der touristisch wichtige Teil. Geht hier nämlich jetzt extrem in Schlangenlinien runter. Man muss jetzt hier alles am Lenkrad drehen oder wie funktioniert das? Einmal nach rechts und einmal nach links. Im richtigen Augenblick ist auch wichtig. Nicht einfach so, weil dann geht nämlich nicht. Und schon macht die Straße wieder einen Schlenker nach links. Was zur perfekten Stadtbesichtigung jetzt noch fehlt, wie angedeutet, die Golden Gate Bridge. Wir lassen das dichte Gedränge der Innenstadt hinter uns und fahren die 101 nach Norden, raus aus der Stadt. Man kommt so automatisch über die Brücke. Stadtauswärts ist's kostenlos, stadteinwärts werden ein paar Dollar Brückennutzung fällig. Wir besichtigen Golden Gate an zwei Tagen und erleben sie in unterschiedliches Wetter eingehüllt. Ja, wir fahren jetzt halt gerade mal so über die Golden Gate Bridge, aber man sieht überhaupt nichts, weil es ist alles voller Nebel. Der Nebel ist bestimmt das Spannendste. Er zieht so schnell in die Bucht hinein, dass man an dieser Stelle extra erwähnen muss, dass diese Videoszene kein Zeitraffer ist. Alles Echtzeit. Immerhin bietet sich bei Besuchsversuch Nummer 2 ein wesentlich klareres Bild der Golden Gate Bridge. Thank you.
am Gate Bridge und ich würde sagen, es ist ein bisschen laut und ein bisschen windig, oder MC? Was? Jetzt ist es 21.07 Uhr. Ich habe jetzt aber noch ein ganz anderes Problem. Und zwar versuche ich mal gerade den ganzen gekauften Kram hier in den Koffer reinzukriegen. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel ganz viele neue Jeans sind dazu gekommen. Jetzt sind es nämlich insgesamt 3. Heute habe ich mir nochmal eine geholt und das muss jetzt hier irgendwie rein. MC, wie mache ich denn das? Alles rein und dann Klappe zu und draufsetzen und dann gucken, ob es zugeht. Der Tipp vom MC ist ja gar nicht so schlecht, aber ich habe eine andere Idee. Ich schmeiße jetzt meine Schuhe weg. Schuhe sind überbewertet. Okay, meinst du, ich kann auch auf Socken durch die Gegend laufen? Oder barfuß. Die werden jetzt mal schön hier bleiben in den USA, die haben es nämlich geschafft. Kaputt. Und hier unten ist auch kein Belag mehr drauf und an der Seite waren sie auch irgendwo schon kaputt. Ich glaube, der andere war es zumindest. Ich mache das jetzt wieder MC. Ihr MC, ich habe jetzt wieder Platz im Koffer. Dann kauf mal gleich morgen wieder was. 4 Hosen zum Beispiel. Oh Gott. Oder 4 Schuhe. Oder 4 T-Shirts. 4 ist eine gute Zahl. Heute besucht man den Leo Laporte in seinem Twit Cottage. Was ist denn das für ein Hans? Der macht Podcasts und er macht auch Radiosendungen. Heute sendet er seine Radiosendung. Danach nimmt er dann seinen Podcast auf. Der nennt sich Twit des Week in Tech. Aber was du noch verschwiegen hast, ist, dass wir ganz, ganz viele alte Getränkeflaschen noch hier rumliegen haben. Das sollte man den Leuten vielleicht mal zeigen. Alter Vater, vielleicht sollten wir mal den ganzen Getränkekram endlich wegmachen. Weil hier in Kalifornien ist da nämlich Pfand drauf. Nicht im Laden, sondern irgendwo, bei irgendeinem Recycling irgendwas. Heute mal eine Auszeit. Wir sind in Petaluma, etwa 40 Meilen nördlich von San Francisco. Rund 55.300 Einwohner, nichts Wildes. Mitten im Wohngebiet hat der IT-Journalist Leo Laporte sein Studio, in dem wir ihn besuchen. MC hört regelmäßig seine Sendung im Internet und will bei der Show mal live dabei sein. Studioartig eingerichtet sind mehrere Kameras installiert. Per Live-Chat kann man zu den Themen, meist aus dem IT-Bereich, mitdiskutieren. Yes, you got it. High tech! If you want to talk about computers or the internet or cell phones or MP3 players or digital cameras or home theater or video, this is the place. 8888 Ask Leo. If it has the word digital in it somewhere, if it's got a chip in it, that's what we talk about on this show. You can follow along in the home version of our program by our website, techguylabs.com. A little later on in the show, our good friend Chris Marquardt is going to join us. He's just back from Photokina, which is the big digital photography trade show. Just completed. And Chris is going to join us to tell us what happened at Photokina. And I think a lot happened. Im Chat geht es heiß her. Die Themen der Sendung sind vielfältig. Die Photokina in Köln, Betriebssysteme oder Urheberrecht im Zeitalter der digitalen Medien und des Internets. Who's to blame for this? But it's you know, it's funny. My son asked me this question the other day. He said, "Why can't I do this?" I said, "Well, son, it's because they think you're going to steal music." And he said, "But I just want to add some songs to this iPod without erasing what's on it, and it syncs to a different machine." I said, "Yeah, I know. You can't do that." He said, "Why can't I do that?" And I had explained to him. It's Anapod. That's the program I was trying to remember. Anapod. Also, Joe says, Frula, we're going to give you a link to Lifehacker that has all the details. Leo Laporte, the tech guy. So, jetzt ist es 13 Uhr und wir waren gerade beim Leo Laporte. Der hat gerade seine morgendliche Radiosendung gemacht. Ging jetzt erstmal so 2 Stunden. Ich glaube, das geht da noch ein bisschen weiter, keine Ahnung. Und heute Nachmittag macht er noch eine andere Sendung. Aber der MC kennt sich da viel besser aus, weil der hat das schon 1000 Mal gesehen. Radioshow, die im Moment läuft, ist ganz interessant, aber das ist halt so ganz normale Leutehaltung. Sonst interessanter ist jetzt, was jetzt kommt. In 2 Stunden macht er seine Twit. Das ist ein bisschen geekiger. Da geht es so um die aktuellen Technikthemen so hier im Silicon Valley. Terminal hat gesagt, er will sich noch schnell ein Tattoo besorgen. Wir fragen ihn mal. Ein Tattoo? Nee, Tattoo habe ich mir nicht ausgesucht. Nee, aber du hast doch gesagt, du willst da schnell mal ein Tattoo hier auf dem Weg. Der MC hat gesagt, dass ich das gesagt habe. Egal, wir gehen jetzt mal was essen. Heute mal keinen Hamburger. Ich habe jetzt so viele Hamburger gegessen, es geht gar nicht mehr. Während MC sich nach dem Essen die Twitch-Show gibt, laufe ich in der Stadt herum. Bis etwa 17 Uhr, dann stehen wir gemeinsam vor dem Auto und wollen mal langsam weiter. Jetzt ist es 17.12 Uhr und das ist unser Mietwagen und das ist unser MC.
Und was hat er denn da oben drauf stehen? Oh, Alter, er hat sogar eine Mütze geschenkt bekommen. Jo. Wie war es denn bei Blio Leport? Erzähl mal. Fand ich sehr interessant, mal sozusagen nicht hinter der Kamera zu sein. Wir verlassen Petaluma, fahren aber diesmal nicht über den Highway 101 zurück, sondern zunächst westlich Richtung Küste und später entlang der 1 südlich. Erstmals wird es uns gelingen, direkt in San Francisco zu nächtigen. Das kommt auch dem Zeitmanagement zugute, da wir morgen eine Schiffstour zur Insel Alcatraz gebucht haben. So, mittlerweile ist es dunkel. Wir haben es jetzt 19.48 Uhr. MC und ich fahren jetzt hier gerade eine relativ kurvenreiche Straße. Ein bisschen, ja. Und ihr seht dieses Video jetzt nicht etwa in 1000% oder in 500% Geschwindigkeit. Nein, das ist das Original Speed, was wir hier gerade fahren, mit etwa 30 Meilen pro Stunde. Und wir hoffen, dass wir irgendwann heute nochmal in San Francisco ankommen. So, jetzt ist es kurz vor 8. Diese komische, kurvenreiche Küstenstraße haben wir jetzt hinter uns gelassen. Und wir fahren höchstwahrscheinlich zum letzten Mal über die Golden Gate Bridge. Und zwar bei Dunkelheit, bei völliger Dunkelheit. Mal gucken, wie sie da aussieht. Und wir hoffen uns in San Francisco ziemlich gleich rechts, so hinter der Golden Gate Bridge, noch ein Hotel oder Motel zu finden. Sportsfreunde, heute ist Montag, der 29. September. 10.20 Uhr ist es jetzt. Wir sind wieder in San Francisco. Wir stehen hier gerade an irgendeinem Pier. Und zwar an einem solchen, wo die Abfahrt Richtung Alcatraz stattfindet. Alcatraz ist so eine kleine Insel, die in der San Francisco Bay liegt. Da wurde jahrelang ein Gefängnis betrieben. Und das ist auch unter anderem Schauplatz für den Film The Rock gewesen. Und das wollen wir uns heute mal ansehen. Und da ein bisschen Wasser dazwischen liegt, muss man mit der Fähre rüberfahren. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Wir hatten uns ja neulich dafür schon ein Fährticket organisiert. Und um 11 Uhr legt das Ding ab. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Alcatraz Cruises vessels sail under the rules and regulations set forth by the United States Coast Guard. We are equipped with all the proper firefighting and... Nach kurzer Überfahrt treffen wir auf der Insel ein und schließen uns einer Führung an. Man achte auf die kleinen schwarzen Punkte, die durchs Bild huschen. Aber tausende von Fliegen. Es ist ausgerechnet deren Hochsaison. Wohl auch der Grund, warum das Videomaterial im Freien stellenweise etwas shaky ist. Good morning. Welcome to the Rock. Is this everybody's first time? Yes. So you're excited. If you got questions, that's my job, is to try to answer those. There's the Rock. I can point this out. This is sandstone rock. When they say the Rock, they mean it. It is friable. It breaks off easily, and you can see that white frosting I was talking about. That's left over from the bird season. We've had thousands of birds nest out here the past 8 months, and now they're on vacation and they've left us with the flies. This island is not floating. I know there's been some news reports that say that it's chained to the bottom of San Francisco Bay. We're on top of a hill. And when the glacier period hit this area, the waters rose around the hilltop and it created perfect habitat for birds. So we believe the American Indians, while they were living in this area, ventured out to the island to steal some bird eggs, but that was the extent of their use of this island. There wasn't anything out here. It was frosted with white guano. Bird dung. Okay. And when the Spaniards came here and conquered the American Indian, looked out on this island, they said, La Isla de los Alcatraces, Island of the Strange Bird. They think pelicans were sitting out here, creating that nice white frosting on the rock. The name stuck. 1850, California became a state, and that's when they started looking at Bird Island. Question, can we use it as a fort to protect the harbor? And the answer was yes. This wall... Construction started of this wall in 1853. Alcatraz also ein einstiger Verteidigungspunkt. Bekannter ist die Insel eher durch das jahrelange Gefängnis. Wir werden in die Wäscherei geführt. Hier wurden auch Szenen für den Film The Rock gedreht. The plan for this building is to turn this hopefully into a museum, maybe a conference space. There's two floors here. Now this may have been Al Capone's washing machine right here. There's an industrial dryer against the window.
Do you remember this from The Rock, this room? Yeah. What scene was this? You remember it, but you don't remember what scene? How about the end of the movie, Nicolas Cage had a fight scene where he put the chemical ball in the guy's mouth. Miss, it happened right where you're standing. Nach dem Tourende gehen wir hoch ins Zellhaus. Mit MP3-Playern werden uns in Form einer Audiotour die Geschichten der einzelnen Zellen erzählt. Alcatraz fungierte bis 1963 als Hochsicherheitsgefängnis, deren Insassen unverbesserlich und schwierig eingestuft wurden. Unter ihnen befanden sich bekannte Gangster wie Al Capone, Robert Franklin Stroud, Machine Gun Kelly und Alvin Creepy Carpus. Die Zellen messen 1,52 m x 2,74 m mit Waschbecken, WC und Bett. Hier hielten sich die Häftlinge zwischen 18 und 23 Stunden am Tag auf. Man war völlig von der Außenwelt isoliert. Die fantastische Aussicht auf das nahe San Francisco verschlimmerte die Haft. Am 11. Juni 1962 verschwanden die Insassen Frank Morris und die Brüder John und Clarence Algin aus ihren Zellen. Ein vierter Mann blieb aus Zeitgründen zurück. Die drei Männer gruben sich ihren Weg durch die in der salzhaltigen Luft alternden Wände frei. Sie gelangten über den Luftschacht und das Dach des Zellenblocks nach außen und verschwanden mit einem Schlauchboot aus Regenmänteln. Am nächsten Morgen bemerkte man ihre Flucht. Teile der Schlauchboote und der Schwimmhilfen wurden an Land gespült. Man vermutet, dass die Häftlinge in der Bucht ertrunken sind. Ihre Leichen wurden nie gefunden. Jetzt ist es 21.33 Uhr. Zu Hause ist es 6.32 Uhr. Und ich sitze hier gerade so auf dem Bett ab und habe schon mal gerade extrem meinen Blog aktualisiert, damit die Leute zu Hause sehen können, dass wir heute im Gefängnis waren. Ja, der MC, der hat seit ein paar Tagen so ein Problem mit seinem Fuß. Der hat sich nämlich eine krasse Blase gelaufen. Ich muss auch zugeben, wir sind doch einiges gelaufen. Aber das können wir uns jetzt mal so im Detail ansehen. Die anderen Schuhe, die ich mit hatte, die haben so eine ganz harte Sohle. Da ist das immer schlimmer geworden. Deswegen habe ich mir neue Schuhe gekauft mit so ganz weicher Sohle. Und da läuft sich super drin. Und seitdem, es sieht auch schon viel besser aus. Also es sah viel krasser aus. Der Terminal nimmt auch keine Rücksicht. Der läuft voraus. Die Berge in San Francisco, hoch und runter. Ja, genau. Aufgrund der Tatsache, dass der MC ja nachts nur schlafen kann, wenn es ruhig ist, hat er mal wieder beim Kühlschrank einen Stecker rausgezogen. Bei diesem Kühlschrank hier ist das allerdings ein kleines Problem, weil der ist nämlich dick fett vereist. Das heißt, es wird irgendwann ganz kräftig tropfen heute Nacht. Oh, es kommt da kühl raus. Soll ich den mal offen lassen? Das Silicon Valley haben wir verlassen, es ist 11.37 Uhr. Das Tagespensum wird sich auf 230 Meilen belaufen. Der Weg ist das Ziel immer schön nah an der Küste entlang. 9,25 müssen wir jetzt bezahlen, um auf den sogenannten 17-Mile-Drive zu kommen. Das soll ein ganz, ganz tolles Stückchen Straße direkt an der Küste sein. Es ist einfach nur durch den Wald, aber wir hoffen noch, dass wir so schön am Strand lang und dass man da gut auf die See gucken kann und so. Sind wir mal gespannt. Ich denke mal, da kommt jetzt gleich was. So, wir sind jetzt hier bei der Spanish Bay angekommen. Wollen wir mal gucken, was hier so geht. Das hier ist übrigens die typische Stellung des Terminals. Entweder die Spiegelreflexkamera in der Hand. Komm, Baby, gib's mir, jawohl. Ja, komm, noch eins und noch eins. Ja, los. Ja. Aber eigentlich ist das hier interessanter als der Terminal. Den habe ich nämlich schon die ganze Woche gesehen. Danke. Und hier gibt's ganz, ganz viele aufgetürmte Steinteile. Ich nenne sie Steinmännchen, der Chris nennt sie Steinmandal. Keine Ahnung, der hat mir das erklärt. Ich habe schon wieder vergessen. Für mich sind es Steinmännchen. Für mich sind es Steintürme. Und MC, wie ist es hier so? Angenehm kühl. Angenehm kühl, ja, das stimmt. Also wenn ich mir so überlege, auf Sanibel Island in Florida war es ein bisschen heißer. Mile Drive. Wir sind hier hinten die 1 runtergekommen und sind dann hier die rote Straße kleckerig durch den Wald geheizt und hier oben rum. Hier oben sind wir jetzt irgendwo und wir fahren jetzt hier an der Küste entlang, hier unten rum, bis wir dann hier unten wohl irgendwie wieder auf den Highway 1 kommen und dann geht es den Highway 1 weiter nach Süden. Der 17-Mile-Drive liegt hinter uns.
Rechts von uns der Pazifische Ozean, die Straße schlängelt sich durch die Landschaft. An Aussichtspunkten halten wir immer wieder an, um Eindrücke zu sammeln und das Panorama wirken zu lassen. Mir geht überdies durch den Kopf, wo wir schon alles langgefahren sind, und mir wird langsam aber sicher bewusst, dass sich die Reise auch bald dem Ende nähert. Are you still there? We are still there. Allerdings tut's die Sonne nicht mehr lange. Sie ist im Begriff, unterzugehen. Für einen perfekten Tag fehlt jetzt eigentlich nur noch eins. Richtig, ein Sonnenuntergang am Pazifik. Ich werde hier attackiert von einem Squirrel. Hilfe! Ich bin der Terminal. Hallo. Wo willst du denn hin? Ich hab nix. Ach, wie süß. Ja, geh mal zum MC. Geh mal zum MC. Da, andere Richtung. Der MC und ich, wir haben uns jetzt hier so um 18.30 Uhr mal einen Parkplatz gesucht an der Küstenstraße. Und wir wollen jetzt hier die Zeit bis zum Sonnenuntergang verbringen. Und ich hoffe, wir werden einen 1A Sonnenuntergang erleben. Ich frage mich, wie warm das Wasser ist. Das ist wahrscheinlich schweinekalt. Pazifik oder so, ohne irgendwas davor. Ich denke mal, ziemlich kalt. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Irgendwo unter diesem Wust von Bettdecke muss der Terminal stecken. Das ist die Kamera-Firewall. Ah. So, das allmorgendliche Kofferpacken im Hotel geht wieder los. Ich habe jetzt gerade den Koffer etwas umdesignt und jetzt bin ich noch nicht ganz sicher, ob es wirklich passt. Wir haben hier übrigens den Begriff des Kofferfilesystems geprägt, weil die ganzen Kleidungsstücke und so, das muss immer wieder neu defragmentiert werden, weil wenn da zu viele Fragmente sind, dann gibt das da so einen hohen Berg und hier ist ganz wenig und das ist dann ganz, ganz doof. Der letzte, geplante, vollständige Reisetag. Von unserer Bleibe in San Luis Obispo ist es nicht weit bis zum ersten Zwischenstopp in Pismo Beach. Die letzten Tage haben wir so viel Küste gesehen. Man könnte meinen, die Reise würde jetzt erst beginnen. Und wie warm ist es? Keine Ahnung. Mir ist aufgefallen, wenn, dann muss man ein bisschen tiefer reingehen, weil hier vorne ist ja auf jeden Fall warm. Jetzt ist es 13.05 Uhr. Wir sind in Santa Barbara angekommen. Darüber steht im Reiseführer: Nirgendwo in Kalifornien bestimmt der spanische Baustil mit weiß getünchten Wänden, roten Ziegeldächern und von blühenden irgendwas Sträuchern umrankten Balkonen das hübsche Stadtbild so nachdrücklich wie hier. Vorbild dieser Architektur, der die vielen Palmallee'n einen exotischen Reiz verleihen, war die Mission Santa Barbara, die wegen ihrer Schönheit als Königin der kalifornischen Missionen gilt. 1786 gegründet und 1820 fertiggestellt, gehört die von zwei Türmen flankierte Kirche zu den meist fotografierten Sakralbauten in Kalifornien. Es sind noch 88 Meilen zurück bis nach Los Angeles, wo sich unser Reisekreis schließen wird. Vor uns liegt abermals ein sehenswertes Stück Küstenstraße 1, die später unter anderem durch bekannte Namen wie Malibu, Long Beach oder Sunset Beach hindurchführen wird.
Jemand von euch Baywatch? Da heißt es doch immer die Rettungsschwimmer von Malibu. Da kommt jetzt irgendwie ein bisschen mehr Wasser. Ah, der Kio. Es wird feucht. Der MC, der traut sich. Oh, ganz viel Wasser, noch mehr Wasser. Hier, deine Schuhe werden gleich überspült. Ein Strand gleicht dem anderen. Außer der 4,5 Kilometer lange Venice Beach. Aufgrund des ganzjährigen milden Klimas soll hier so gut wie immer etwas los sein. Vor allem an den Wochenenden hat die von Souvenir- und Verkaufsständen gesäumte Promenade, der Ocean Front Walk oder kurz Boardwalk, eine hohe Anziehungskraft. Zu den Spaziergängern gesellen sich dann Straßenkünstler, Musiker, Maler, Artisten und Wahrsager. Der Boardwalk und dessen Umgebung ist auch Trainingsgelände für viele Sportler. Neben mehreren Volleyball-, Basketball- und Tennisplätzen ist der Muscle Beach als Trainingsgelände für Bodybuilder unter freiem Himmel weltbekannt. Hier kann man direkt am Strand trainieren. Der Strand ist da und da ist so eine Muckibude. Eine Muckibude? Ja. Ja, MC und ich, wir laufen jetzt hier immer noch am Strand bei Venice Beach lang. Es ist schon wieder Zeit für den nächsten Sonnenuntergang. Ich denke mal, so in 20 Minuten, eine halbe Stunde ist es soweit, wenn wir uns den mal an dieser Stelle reinfahren. Die Koffer sind gepackt und der Flieger wartet. Regulärer Abflug ist um 21.15 Uhr. Was macht man die letzten Stunden in Los Angeles? Naja, nach Öl suchen, am Strand herumlaufen, nochmals entspannt durch Hollywood flanieren und dann ganz langsam Richtung Flughafen aufbrechen. Guten Abend, jetzt haben wir es 20.45 Uhr, sitzen jetzt hier gerade am Gate 121 am Flughafen von Los Angeles. Ich denke mal, dann gehen wir jetzt erstmal gleich an Bord und dann gibt es erstmal 10 Stunden Non-Stop-Flug nach London. Sag auch mal was. Klingt ja alles noch ganz gut, aber dann? Ja, guckt euch das Treiben mal ganz genau an. Eigentlich sollten ich und MC, ja genau, schon lange im Flieger sitzen, aber irgendwie sind wir noch am Gate 121. Wir waren da schon in der Kiste mal kurz drin, dann haben sie uns wieder rausgeschmissen. Irgendwie wegen Lichtproblem. So, und irgendwie haben sie das jetzt hin und her repariert und es geht alles immer noch nicht oder so. Tatsache ist, sie brauchen einen Ersatzteil, was nicht heute Abend zu beschaffen ist. Das dauert ein bisschen. Deswegen müssen wir jetzt hier nochmal in einem Hotel übernachten und müssen uns morgen informieren, wann unser Flug nun genau geht. Okay, immerhin gibt es jetzt ein Hotel. Stimmt, kostenlos. Naja. So, wir stehen jetzt hier so ein bisschen in einer Schlange an. Und hier fährt jetzt ein Shuttlebus nach dem anderen vor und karrt die ganzen Leute halt alle ins Hotel. Also eine Ehrenrunde. Mit dem Bus geht es ins Flughafenhotel. Kann ja nicht mehr lange dauern und wir bekommen wenigstens ein gescheites Bett im Gegensatz zu den engen Sitzen im Flieger. Von wegen lange dauern, von 1.30 Uhr bis 2.30 Uhr stehen wir in der Warteschlange. So, es ist jetzt glaube ich irgendwie 3 Uhr in der Nacht und wir sind jetzt im Hotelzimmer angekommen. Der Terminal scheint zu duschen, glaube ich, hier hinter dieser Tür. Das ist der Raum, ist eigentlich sehr schick eingerichtet, kann man nicht meckern. Da stand was zu trinken, aber der Terminal, doch, der hat an mir noch eine Flasche gelassen. Hier haben wir so Gutscheine gekriegt für einmal Mittagessen. Und ich denke mal, das hier wird wahrscheinlich Frühstück sein. 2.52 Uhr ist es mittlerweile.
Und ich denke mal, ich werde auch noch schnell duschen und dann lege ich mich auch ins Bett. Wie jetzt neue Munition holen? Eigentlich müssten wir jetzt mal langsam pennen, aber irgendwie beschmeißt mich der MC als mit Kissen. Und das alles auf Kosten von den British Airways. Oh nein, jetzt macht er seine Kamera auch noch an. Boah! Jetzt geht's ab, jetzt hat er auch noch so diese Feuerbeleuchtung hier an. Hier fahrt's euch rein, der hat so eine Megaleuchte da dran, das ist total krass. Jetzt feuer ich zurück. Auf alle Fälle, jetzt geht's ab. So, wir haben es jetzt 11.49 Uhr und wir sind immer noch im Hotel. Und wir haben heute noch so einen wunderschönen Zettel bekommen. Erstens hieß es ja so 16.40 Uhr Abflugzeit, aber leider hat sich das Ganze noch ein bisschen nach hinten verzögert. Was meinst du, ob die Hütte uns heute endlich nach Hause fliegt? Weißt du noch nicht, ne? Sonst doch nochmal Hawaii. Irgendwie gehen auch die restlichen Stunden vorüber und wir treffen am Flughafen ein. Diesmal ein anderes Gate. Der Flieger wurde umgeparkt und die Spannung steigt. Wenn wir diesmal nach London kommen. So, if you were scheduled for flight 268 for the 3rd of October, that is your original flight schedule, then your flight will board at gate number 102. This 268 flight at gate number 103 is for passengers that were scheduled to fly last night, the 2nd of October, on flight 268 from LA to London. That flight was delayed. It is departing here. Jetzt ist es 22.08 Uhr. Nö, wir sind immer noch nicht abgehoben, wir stehen noch hier. Das kann noch ein bisschen dauern. Aber zwischenzeitlich ist der MC bei mir eingetroffen. Hallo. Der MC ist jetzt da, der hat sich ja nochmal umgesetzt, aber der MC erzählt uns jetzt mal, warum wir immer noch hier stehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind irgendwie 20 Koffer geklaut worden. Ein Koffer ist jetzt zu viel hier drin, der muss noch aussortiert werden. Okay, ich habe es nicht ganz verstanden, aber es dauert auf jeden Fall. Was kurz nach 18 Uhr für alle diejenigen Leute, die der Meinung sind, dass wir jetzt mal so langsam aber sicher in Frankfurt angekommen sein müssten, muss ich leider enttäuschen. Wir sind noch in London, weil wir ja das Problem haben mit den Anschlüssen und so. Wir haben uns jetzt gerade neue Tickets geben lassen. Wir fliegen jetzt mit der Lufthansa um 8 Uhr hier Lokalzeit ab und sind dann irgendwie so anderthalb Stunden später in Frankfurt. So, der MC präpariert sich jetzt für den letzten Flug. Kann ja nichts mehr schief gehen. Dann schaffen wir die letzten paar Meter jetzt auch noch bis nach Frankfurt. Good evening, ladies and gentlemen. Captain Michael Van Antis crew would like to welcome you on board of our Boeing 737 on the flight to Frankfurt. Flight time today will be 1 hour. Please fasten your seatbelts now and pull them tight. We wish you a pleasant stay on board. Wenn meine Uhr im Auto richtig geht, ist es jetzt 12.09 Uhr. Und ich muss sagen, der Urlaub war geil. Also mir hat er zumindest gefallen. Ein Manko, dass wir noch nicht mal unsere Koffer haben. Die sind noch irgendwo im Nirgendwo und keiner weiß wo. Home, sweet home. Wir haben es jetzt 2.30 Uhr. Um 2.15 Uhr habe ich eben gerade den MC abgeladen. Ich muss euch sagen, es ist ganz schön kalt. Was mache ich hier eigentlich? Also, ich glaube, ich fahre nochmal los ins Death Valley. Also, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.